Hallo und hallo, ihr Lieben. Ich habe heute weitere Unboxings für euch dabei. Und zwar habe ich ein Kit von Oraloa. Das ist eine Marke, die, soweit ich das verstanden habe, in Frankreich ansässig ist. Aber tatsächlich, glaube ich, mehrere Standorte hat, von denen aus sie versenden. Wenn man in Deutschland ist, versenden sie, soweit ich das mitbekommen habe, aus Frankreich. Was halt eben sehr angenehm ist als Auslandsbestellung, einfach weil kein Zollproblem auftritt innerhalb der EU oder zumindest nicht so extrem dann. Das hat jetzt auch einwandfrei funktioniert. Das kam auch ziemlich zügig an, muss ich sagen. War eher so ein... Ja, also so, ich habe eigentlich kein Geld mehr übrig. Ich darf es mir nicht erlauben. Aber es war im Angebot und es war das Letzte und ich wollte es haben. Deswegen habe ich mich da aber auch auf eins beschränken können. Und was ich euch auch noch zeige, sind zwei weitere Bilder von Karat Art. Die ich allerdings auch schon mal angeguckt habe. Aber wir fangen erstmal hiermit an, weil das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Und da bin ich natürlich besonders neugierig drauf. Dass ich endlich mal alles, was ich jetzt hier so angesammelt habe, auch inspiziert habe. Ja, vielleicht eben schon kurz gespoilert, was es ist, aber das macht ja nichts. Okay, die Leinwand ist ein bisschen angedickt hier vorne. Und es ist nach außen gerollt. Okay. Von Oraloa habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich habe es, glaube ich, nur irgendwo bei irgendwem in meinem Video gesehen und dachte, oh, das macht doch mal einen vernünftigen Eindruck. Das kannst du mal ausprobieren. Und habe mir den Shop halt gespeichert. Das finde ich sehr schön, dass wir hier auch einen Stickerbogen haben. Das heißt, man kann sich das hier im Prinzip zurechtschneiden und in sein Diary packen oder so. Und ja, die Legende hier kann man dann halt entsprechend auch noch zurechtschneiden. Muss man sich dann halt eben die einzelnen Sticker abschnubbeln. Aber es ist halt zumindest schon mal als Sticker, was ich sehr praktisch finde. Jetzt habt ihr das Motiv halt auch schon gesehen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, die Leinwand und die Steinchen zu beobachten. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass nach außen aufgerollt wird. Das ist eigentlich eher so eine Sache, was bei doppelseitigem Klebeband oft gemacht wird. Oh, und das ist auch eine sehr flauschige Leinwand. Die erinnert mich sehr an die von Diamond Art Club. Es ist jetzt nicht direkt die gleiche, aber sie ist zumindest ähnlich. Oh, das ist halt auch so groß, ne? 60×90. Das ist halt fast genauso groß wie mein Diamond Painting Deutschland Bild mit den Katzen. Das ist halt nicht so geil. So, wir können uns ja erstmal hier das Toolkit zu Gemüte führen. Das, schwierig. Wir haben hier eine spitze Pinzette ohne Abdeckung und natürlich ist direkt die Zip-Tüte kaputt gegangen dafür. Was ich sehr schön finde, ist das Döschen. Da sind zwei dunkelblaue Wachsstücken drin. Wir haben ein lila Squishy, finde ich natürlich wieder persönlich sehr geil. Wir haben einen glitzernden Painting-Stift mit einem breiten Mehrfachsetzer. Das dürfte ein Dreier sein, würde ich sagen. Ja, ein weißes Schiffchen. Oh, hier sind auch noch Mehrfachsetzer, beziehungsweise einer ist das noch. Da steht aber auch wieder nichts drauf. Weiß ich nicht genau. Dürfte auch irgendwas Neuner oder sowas sein. Also nichts allzu Außergewöhnliches. Aber ein bisschen besser als China-Standard auf jeden Fall. Sehr schön. So, dann haben wir hier ein ganzes fettes Päckchen voller Steine. Und hier sehen wir auch schon sofort die AB-Steinchen, die dabei sind. Ich glaube, es sind nur die zwei. Gelb und lila. Wundervoll. Und lass mich mal kurz drüber schauen. Wenn ich mich nicht täusche, dürften das auch Harzsteinchen sein. Ja. Ja, das sind ziemlich eindeutig Harzsteinchen. Und das macht mich natürlich auch wieder ein bisschen glücklich. Hier nochmal so ein bisschen drüber gucken. Ich hole auch gleich nochmal ein, zwei Tütchen raus, so exemplarisch zum aus der Nähe gucken. Aber die einzelnen Zipbeutel alle durchzugehen, wie ich es bei den Ketten mache, ist mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Gucken wir mal uns die Leinwand nochmal richtig an hier. Mensch, was ein bisschen traurig ist,
ist tatsächlich hier der Rand, dass der so ein bisschen gelitten hat. Das finde ich nicht so cool. Aber ich glaube, dass die Leinwand das ganz gut verzeihen wird. Muss man halt mal gucken. Im Zweifelsfall muss ich da vielleicht mal ganz vorsichtig mit dem Bügeleisen drüber. Es sieht halt schon ziemlich geknittert aus. Die Frage ist halt, wie sehr juckt mich das später noch. Wenn ich das Bild wirklich aufhängen möchte, dann merke ich davon ja eh nichts mehr. Dann kommt der Rand entweder ab oder wird umgeklappt. Also mache ich mir wenig Gedanken, denke ich. Ich hatte hier eben irgendwo ein Stück Kleber in der Hand, aber da muss mir die Folie irgendwie ein bisschen weggerutscht sein. Das ist also mein Catgirl. Und ich finde sie wunderschön. Sie ist so süß. Wir haben hier halt auch ein bisschen Lila mit drin. Und irgendwie mochte ich dieses Setting so sehr. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat es mir angetan gehabt. Also die Leinwand ist zwar sehr flauschig, aber sie wirkt ein bisschen minderwertiger als das, was ich von Diamond Art Club jetzt schon so in der Hand hatte. Einfach weil die so unfassbar geknittert ist. Das kriegst du bei Diamond Art Club so nicht. Das ist halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich denke, das legt sich auch mit der Zeit noch. Wenn man da ansonsten mit dem Bügeleisen noch nachhelfen kann, ist auch nicht das Problem. Wir haben 55 Farben. Und wenn ich das jetzt hier schon so sehe, die ersten Stellen hier. Also der Druck ist hier okay, aber er ist nicht so perfekt wie das, was ich jetzt von den anderen Marken schon so gesehen habe. Diamond Art Club und Diamond Painting Deutschland zum Beispiel, finde ich, haben da einen sehr, sehr klaren Druck. Ich gehe einfach mal mit euch ein bisschen näher ran an die Leinwand. Dann könnt ihr sehen, was ich meine. Ja, guckt euch das einfach mal mit an. Also hier bei den hellen Farben geht es tatsächlich noch. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man halt eben schon, dass das ja, kein perfekter HD-Druck ist. Es ist alles gut lesbar, ja, wollen wir nicht irgendwie jetzt schlimmer machen, als es ist. Hier die Blätter zum Beispiel auch. Aber es ist so ein bisschen schwierig. Ich finde zum Beispiel hier dieses Hellgrün super schwierig, da die Symbole zu erkennen. Da muss ich dann mal gucken, was da sonst so kommt. Aber mir gefällt zum Beispiel das Gesicht hier schon sehr schön vom Rendering her. Das macht einen sehr hübschen Eindruck. Es ist halt auch ein sehr großes Bild, ne? Das darf man nicht vergessen. Da ist das dann meistens auch echt gut umgesetzt. Schleifchen. Ja. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Es ist halt auch wieder eins dieser riesigen Bilder, was auch noch ein bisschen warten wird wahrscheinlich. Da gucke ich mir noch mal ein, zwei Steinchen an. Ja, wir gucken uns auf jeden Fall. Na guck, es sind sogar drei ABs. Nicht allzu viele, aber es sind welche dabei. Wunderschön. Oh, ich bin ja auch immer, also ich habe wirklich unerwartet viele lilane AB-Steinchen jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet lila so viel AB ist. Finde ich aber ganz toll natürlich. Ich dieses Glitzern echt klasse finde. Es sind nicht viele, muss man halt auch sagen. Ne? Drei Farben und auch sehr wenig Steinchen. Aber das kann vorteilhaft sein im Gesamtbild am Ende. So, vielleicht mal. Hier ist ein bisschen bunt. Mal hier noch ein paar Tütchen durch. Also, hier noch mal ein schönes Lila. Da ein schönes Rot. Dann haben wir hier ein Beige-Grau. Und hier haben wir noch, naja, es ist schon fast orange, oder? Noch einen Braunton. Also von den Farbtönen her ist es fast ein bisschen langweilig, aber da sind einfach so viele kleinere Flächen mit farblichen Akzenten dabei, dass das, glaube ich, im Gesamtbild am Ende echt okay ist. Also vor allen Dingen
Ja, es ist wieder überwiegend viel, viel braun und beige hier drin. Wie bei dem anderen Katzenbild, was so riesig ist. Aber das stört mich nicht so sehr, finde ich, weil da einfach so viele schöne farbliche Akzente dazwischen sind. Also ich denke, dass das insgesamt, wie gesagt, sehr toll wird. Ja, das dazu. Dann räume ich das mal weg und zeige euch die beiden Karat-8-Bilder noch. Dann machen wir hier mal weiter. Hier bin ich mir ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so ganz sicher, wo das herkam. Ich meine, das wäre auch ein deutscher Shop gewesen. Zumindest ist da auch eine deutsche Beschriftung drauf. Bin ich jetzt ein bisschen unvorbereitet, tut mir natürlich sorry. Aber so oder so verlinke ich euch das natürlich im Zweifel auch und dann kann ich auch noch was dazu schreiben. Mal gucken, was ich euch hier jetzt noch Schönes zeigen kann. Wie gesagt, die beiden habe ich halt auch schon mal ausgepackt, die jetzt noch kommen. Und hier haben wir wieder eine ziemlich klassische Leinwand. Die ist ein bisschen dick, nicht so flauschig, sehr plastisch. Und sie liegt auch nicht so perfekt. Aber schon ganz gut. Ich glaube, oh nein. Nathan. Aufeia. Schon hier Klebeprobleme wahrscheinlich am Ende haben. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt schon sehr geschadet hat. Das lag jetzt halt schon bestimmt eine Woche oder so rum. Uncool. So, vom Toolkit her sieht das hier sehr nach dem aus, was wir schon von Diamond Painting Deutschland kennen. Ich mach's trotzdem mal kurz auf. Wie ich es nicht rauskommen will. Raus mit euch. Du auf. Mal gleich mal hier draufstecken, dann ist das nicht mehr so einzeln. Wir haben einen Stift mit zwei dünnen Aufsetzern. Das eine ist ein Vierer, das andere ist ein Siebener. Ja, die sind halt schön schmal. Dann haben wir ein Töpfchen mit blauem Wachs und ein weißes klassisches Schiffchen. Und wir haben hier noch eine Pinzette, die auch spitz ist. Also Pinzetten werde ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal mehr als genug haben. So, kann ich das erstmal wieder reinräumen. Vom Motiv her, ich kann euch nicht mal sagen, warum ich es mir ausgesucht habe. Es ist irgendwie so mystisch gewesen, dass es mich irgendwie in den Bann gezogen hat. Und so dunkle Farben und so, die kriegen mich ja immer schnell. So, und hier haben wir, lass mich schnell drüber gucken, ja, das sind jetzt Acrylsteinchen. Das merke ich halt aber auch schon eigentlich am Gewicht gefühlt. Also das ist deutlich weniger Gewicht. So. Ja, wir gehen sie halt durch. Ihr könnt ja dann einfach wieder überspringen. Es sind halt eben wieder die Schlangen, die kann ich so ein bisschen durch die Kamera führen. Und allzu viel ist es auch nicht. Wir haben hier 30 Farben nur. Also nur. Auch recht viel. Aber es ist nicht so extrem aufwendig. Also wir gehen sie einmal durch. Das waren also alle Steinchen. Für diejenigen, die vielleicht noch nicht wussten, wie man jetzt Acryl von Hartsteinchen gut unterscheiden kann. Ich gucke gerade, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann.
die Acrylsteinchen haben ganz oft so eine kleinen, ja, so Dellen in der Mitte. Hier unten sieht man es theoretisch ganz gut, wenn der Fokus ein bisschen mitspielen würde, da gegen das Licht vor allem. Da auch. Also da, wo ich gerade so ein bisschen hinzeige, da sind einige, die so eine Delle in der Mitte haben. Und das ist immer ein ziemlich untrügliches Anzeichen dafür, dass es sich um Acrylsteinchen handelt. Die Harzsteinchen haben eigentlich immer eine sehr, sehr glatte Unterseite. Und ich glaube, es gab noch irgendein Merkmal. Ich meine, dass die Harzsteinchen manchmal so in Zweierbündeln zusammenkleben, dass das bei denen eher mal passiert als bei Acrylsteinchen. Aber ein untrügliches Anzeichen ist, wie gesagt, dieser Punkt unten in der Mitte. Ja, es ist natürlich unfassbar viel Schwarz. Also es ist fast die Frage, ob das nicht noch ein bisschen hätte hier irgendwie anders rausgearbeitet werden können. Weil das natürlich ja halt wenig ausmacht. Man hat hier zwar so ein paar vereinzelte Punkte mit Farbe noch, aber da muss ich auch gestehen, ich weiß nicht, ob die so viel rausholen. Also das hier, das verstehe ich noch, aber hier hinten so ein paar vereinzelte Flecken, ja gut, die hätte man sich auch schenken können vielleicht. Ansonsten muss ich aber sagen, ist der Druck sehr klar. Also der ist wirklich, wirklich sehr klar. Im Gegensatz zu dem, was ich eben von Oraloa in der Hand hatte. Also da kann man schon echt auch sehr gut, finde ich, unterscheiden. Auch ohne, dass man jetzt auf ein Lightpad angewiesen ist dabei. Auch bei den dunklen Farben, finde ich. Das haben sie schon ganz gut gelöst eigentlich. Also da kann man jetzt nicht so viel gegen sagen. Da bin ich zufrieden und freue mich drauf. Ja. Was haben wir noch? AB-Steinchen habe ich hier jetzt keine dabei. Es ist halt aber eben auch, ja, wie gesagt, auf jeden Fall was aus der günstigeren Schiene. Karatart, ich glaube, das Bild hat jetzt... Lass mich lügen. Ich glaube, die haben 15 und 10 gekostet oder so. Also ich meine, das wäre bei 15 gewesen. Es kann mich jetzt auch täuschen. Ich müsste nachgucken. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Aber sie sind auf jeden Fall deutlich günstiger als das, was man halt bei den vernünftigen Shops noch so bekommt sonst. Aber ich fand es einfach irgendwie so spannend und faszinierend. Und ich war halt auch zugegeben ein bisschen im Kaufrausch, als ich jetzt angefangen habe, mich mit dem Hobby zu befassen. Ich bin, wie gesagt, auch jetzt nicht so ein Fan von den Acrylsteinen. Ich denke aber, die machen erstmal einen ganz guten Eindruck auf den ersten Blick, dass man damit durchaus gut arbeiten kann. Dann räume ich mal ein und zeige euch noch das zweite Bild. So, und dann haben wir hier noch ein kleines Snackbild. Würde man so sagen. Ich glaube, es war auch von der Größe her tatsächlich 30x38, ja. Also 30x40 quasi. Das ist ein bisschen schneckiger. Was mir auch gerade beim Einpacken nochmal aufgefallen ist, was man hier eben bei dem günstigen Preis auch nicht unbedingt bekommt, ist eine Legende oder sowas. Das muss man dann halt eben alles selber machen. Dann hat man halt eben wirklich nur die Legende, die man hier an der Seite hat und muss damit dann halt eben zurechtkommen. Ich muss gestehen, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich das auch ein bisschen größer genommen, das Bild, weil, also ja, auf die Entfernung geht es wahrscheinlich, aber ich finde es für die Details, die das Bild hat, eigentlich ein bisschen klein tatsächlich. Deswegen ist, ja, aber als Snackbild und Übungsmittel, dachte ich, ist es für mich trotzdem in Ordnung und auch nicht das Schlechteste. Mal kurz ein bisschen zurückrollen, dass ich nicht so viel festhalten muss gerade. Ja, also das ist zum Beispiel eins, was ich wahrscheinlich schon relativ zeitnah mal machen würde. Nach meinen ersten beiden Amazon-Bildern, die ich noch geschenkt bekommen habe. Toolkit ist hier tatsächlich wieder genau das gleiche wie eben schon. Nichts Neues. Und dieses Bild hat auch runde Steinchen. Lass mich gucken. Ja, doch, das sind auch... Ja, ich meine, vom Gewicht her fällt das natürlich auch schon sofort auf. Das sind runde Acrylsteinchen, bei denen man halt auch nicht so viel falsch machen kann. Also bei runden Steinchen ist das, glaube ich, noch echt das geringste Problem. Ich gehe euch die auch gleich nochmal durch. Warum eigentlich nicht sofort? Das ist halt auch ein bisschen schmackhafter mit nur 31 Farben. So, gut hier. Wieder zwei Schlangen. Und wie immer kriegt ihr einen Zeitstempel.
Da ist also schon mal alles an farbigen Steinchen. Auch eine interessante Mischung, also auch, dass hier noch mal ein bisschen Lila drin vorkommt. Kann man jetzt echt nicht gegen sagen. Und es gibt hier tatsächlich kleine Kreise. Das hatte sogar irgendwie so einen bestimmten Namen, den ich gerade nicht parat habe. Vielleicht kann ich das Ganze ja mal ein bisschen aus der Nähe zeigen. Dann seht ihr auch sofort, was ich meine. Da haben wir hier zum Beispiel schon mal das Schloss und den Mond. Und die kleine Eule. Wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen schade. Aber die Leinwand ist aber auch echt ein bisschen störrisch. Gut, liegt vielleicht auch einfach daran, dass sie sehr klein ist. Na ja, komm schon. Da. Was ich halt ein bisschen sehr schade finde, ist, hier auf dem Buchrücken steht eigentlich Magie oder Magic oder sowas. Das ist natürlich, kommt gar nicht raus. Das ist, wie gesagt, der Größe des Bildes geschuldet. Was ich jetzt auch nicht hochdramatisch finde. Aber schade ist es halt schon. Ja. Ist, wie gesagt, ein schönes kleines Bild, was ich, wie gesagt, auch zeitnah anfangen möchte. Ob ich das wirklich aufhänge, weiß ich noch nicht. Aber da es so schön klein ist, findet sich dafür vielleicht auch noch ein hübsches Plätzchen. Insofern schauen wir mal. Gut, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Achso, ich wollte noch kurz nochmal nachmessen, weil ich die 30x38 eben gesehen habe und gedacht habe, so, ne, kann man ja mal gucken. Ja, okay, aber das ist tatsächlich die Paintfläche 30x30. Ja. Ziemlich eindeutig 30x38. War ich einfach gerade neugierig, weil ich dachte, ne, ob das so stimmt, aber es stimmt. Gut, dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag noch oder einen schönen Abend. Und sag bis dann.